Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth, wieder mit einer Custom Challenge. Heute kommt die von André Dummler, Dummler. Und in dieser Challenge geht es darum, dass man ganz, ganz viele Bullets hat, also ganz viele Tränen. Ich würde sagen, wir starten einfach mit Isaac, weil Isaac halt Isaac ist und dieses Spiel heißt Isaac. Und ihr seht schon, wir haben das Oja Board, also wir haben diese scary Tränen, die überall durchgehen, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich funktioniert. Denn wir haben auch noch Sojamilch. Oder ich zeige euch erstmal, was es ist. So. Genau, wir haben Sojamilch. Dazu habe ich noch Lucas Hörner und ganz viel Luck ab mir gegeben. Mit dem Lucky Food etc. Deswegen habe ich auch ein schwarzes Herz. Denn dieses Ding da. Wie nennt man das sowas? Eine Büroklammer? Ist das eine Büroklammer? Ich glaube schon. Die gibt ja auch irgendwie Luck ab. Und das braucht ich. Oder Range Up. Gibt das Range Up? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sollte ich mir noch ganz viel Range Up geben. Halt Lucas Hörner, Number One. Bouncing Tears. Also dieses Zement-Dingsbums. Und halt Spectral Tears. Und noch Cricket's Buddy. Und dazu habe ich mir noch Mutants Fighter gegeben, damit hier noch mehr Tränen sind. Und ja, das ist das. Wir schießen jedes Mal in alle Richtungen, weil halt unser Luck Up sehr weit hoch ist. Und wir kriegen hier ein. Oh, geil, stimmt. Mysterious Liquid, das ist ja perfekt. Geil. Okay, wir werden jetzt jeden Gegner, den wir treffen, auf jeden Fall auch noch vergiften. Das finde ich sehr schön. Das gleicht dann das aus, dass wir nicht so viel Schaden haben. Ach was, der Boden wird auch so grün? Sag doch, wenn die dann den Boden berühren, dann werden die auch vergiftet, oder wie? Oh, wie OP ist das denn bitte? Okay, ich glaube, wir werden sehr OP werden. Ich glaube schon. Also wir sind eigentlich jetzt schon sau OP. Und eigentlich könnte man sich noch irgendwie Spoonbänder oder so geben. Wäre bestimmt auch noch ganz witzig, dann würden die ganzen Tränen auch noch zu den Gegnern hingehen. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich glaube, die Tränen finden auch so ihre Gegner. Oh, oder halt uns. Ach, egal. Ist nicht so wichtig. So, was habe ich hier denn doch Schönes? Aha. Und tut mir übrigens leid, dass so lange jetzt kein Isaac mehr kam. Da wurde ich übrigens gerade angeschrieben. Liegt einfach daran, dass ich zurzeit nur noch Rocket League spiele. Das ist einfach richtig geil, das Spiel. Ich mag das richtig gern. Habe ich heute auch den ganzen Tag gespielt. Bestimmt 6 Stunden am Stück. Die ganze Zeit in der Liga. Oh, 2 Herzen. Leider kein... leider keine Bombe. Wir brauchen allerdings eine Bombe. Eine Bombe. Rocket League. Ja, ja, Rocket League. Ja, ja, ja. Ihr könnt übrigens mit mir Rocket League spielen. Ich habe heute auch so eine Stunde, glaube ich, ungefähr mit dem Abonnenten gespielt. Mit das Oschi. War ganz witzig eigentlich. Also ich fand es gut. Da ist eine Bombe. Sehr schön. Und dafür müsst ihr nur in meine Steam-Gruppe kommen. Ist das nicht toll? Ganz schön wenig verlangt dafür, dass man dann mit mir spielen darf, ne? Voll überheblich und so. Egal. So. Ah, guck mal, wie schön wir leuchten. Das ist gesund. Ich glaube, das ist gesund, wenn wir so komisch leuchten. So, und wofür brauchte ich das jetzt nochmal? Weil da ein blauer Stein war, gell? Ja. Hier, ja. Da war ein blauer Stein, den wollte ich gerne haben. Yes. Kriegen sogar unsere Bombe wieder. Geilo. Und noch ein bisschen Geld. Nehme ich gerne mit. Okay. So, können wir die erste Ebene verlassen. What the fuck? Wie einfach der ganze Raum grün wird. Finde ich nice. Ah, schöne Challenge. Danke, André. André? André. Oh, okay. Was auch immer. Und er hat noch irgendwie reingeschrieben, dass ich keine Tears Downs mitnehmen darf. Aber ich will ja auch gar keine Tears Downs. Das will ich aber Tears Downs. Was haben wir hier? Noch ein Luck-Up. Okay, auch wenn unser Luck-Up schon voll hoch ist. Man könnte fast meinen, das wäre auf Maximum. Was ist denn eigentlich, wenn Luck-Up ganz oben ist? Hallo Maudado übrigens. Hallo Maudado da. Kommt dann öfters was aus den Scheißhaufen und so raus? Weiß ich gar nicht. Weiß das einer von euch? Wäre ja mal interessant zu wissen. Beziehungsweise halt aus solchen Dingern. Oh. Jetzt wird er gleich nochmal rein. Kommen da dann öfters Sachen raus? Man weiß es nicht. So, den können wir eigentlich mal. Okay. Genau, wir hatten das Uja-Board, aber das funktioniert nicht, wie ich mir das schon dachte. Weil wir halt die Bouncing Tears haben. Bouncing Tears und Spectral Tears funktionieren nicht miteinander.
Beziehungsweise vielleicht habe ich einfach nur die Items mir falsch rumgegeben. Das kann auch sein, je nachdem in welcher Reihenfolge man die Items vielleicht kriegt. Aber wie es scheint, sind die Bouncing Tiers jetzt in diesem Run höher angesehen, sag ich mal. Als... Oh, was? Da muss man ja auch hinter sich achten, oh Gott. Ja, die Bouncing Tiers sind höher angesehen als die Spectral Tiers. Tut mir leid, wenn ich so komisch rede, aber es ist spät. Und ich bin ein bisschen krank schon wieder. So, was nehmen wir denn hier mit? Den Schlüssel nehme ich mit. Will ich die Leiter? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme mal das hier mit. Ein paar Bomben wären bestimmt ganz hilfreich für uns. Jetzt kriegen wir nämlich jedes Mal, wenn irgendwo eine Bombe erscheint, noch eine zweite Bombe. Okay, aber unser Schaden ist sowas von hoch, dank diesem Vergiftungszeug. Das ist unglaublich. Shotspeed-Up, okay. Zweites Gabi-Item nehme ich auch mit. Wie viele Fliegen würden wir bitte produzieren, wenn wir jetzt Gabi werden? Mit so vielen Tränen? Endlos viele. Oha. Okay, ich will Gabi werden. Wir haben sogar eine recht gute Chance, Gabi zu werden, weil wir den Kopf haben. Also nicht den Kopf, den wir jetzt als Space-Item haben, sondern den Ziegenkopf haben wir ja. Und damit kommen wir halt in jeden Devil-Room rein. Und das ist schon echt nice. So, sterbt. Voll die Disco hier. Wir machen voll die Neon-Party. Aber die Tränen verschwinden irgendwie, ne? Wenn man die ganze Zeit schießt. Guck mal, die teilen sich gar nicht auf. Nur wenn man aufhört zu schießen, dann teilen sie sich irgendwann auf. Wow, okay. Das Spiel kann anscheinend nur 5 Milliarden Tränen anzeigen und dann zeigt es keiner mehr an. Wow, okay. Interessant zu wissen. Und übrigens gibt es ja jetzt Isaac auch für die Wii, oder? Wii und 3DS, also für 3DS auf jeden Fall. Ob für Wii, weiß ich gar nicht so genau, aber ich glaube auch. Auf den Nintendo-Plattform. Was ich echt nicht gedacht hätte, weil Nintendo ja irgendwie ein bisschen komisch drauf ist, wenn es um Religion und sowas geht. Und in Isaac geht es ja nun sehr viel um Religion. Von daher hat mich das schon überrascht. Vorhin hat der Edmund McMillan das ja angekündigt am 1. April und dann hat ihm das keiner geglaubt. Und dabei hat er die Wahrheit gesagt. Er hat einfach alle getrollt. So macht man das richtig. Einfach eine Wahrheit sagen am 1. April, was keiner glaubt. Und dann bist du nämlich doch der lacht. Dann denken erstmal alle so, haha, der verarscht mich, haha, kommt doch sowieso nie für Nintendo raus. Und am Ende ist er, der lacht. Und wie man weiß, der am letzten lacht, lacht am besten. So. Habt ihr überhaupt ein 3DS? Und wenn ja, habt ihr euch schon Isaac gekauft? Ich nämlich noch nicht. Und ich wüsste auch nicht, warum ich es für den 3DS kaufen sollte. Na doch. Vor allem jetzt in der Ferienzeit ist das bestimmt cool. Da kann man ja nicht überall den Computer mitnehmen. Ist eigentlich schon ganz cool. Und vor allem kann man auf dem DS noch neue Sachen machen. Da kann man zum Beispiel auf der Map rumschreiben und so. So wie bei dem einen Zelda-Teil oder bei allen Zelda-Teilen überhaupt für den DS. Das finde ich immer ganz cool. Und was das sonst noch so bringt, weiß ich nicht. Au, ey, Gördi, warum? Ich spüre die Macht des Maudado. Okay. Bitte einen Katzen-Item. Okay, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Eins davon. Jupp, wir sind Gabi. Wir sind Gabi mal zwei. Ja gut, okay. Kann man mal machen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Fliegen wir jetzt produzieren. Für mich stand in der Challenge nicht drin, wie weit ich gehen muss. Aber ich glaube mit... Jetzt können wir sogar fliegen, das ist auch cool. Oh Gott, wir haben so viele Fliegen. Geil. Mit dem Equipment, das wir haben... What the fuck, diese ganzen Fliegen! Ich glaube, die werden wir auch niemals ganz aufbrauchen. Mit dem Equipment können wir auch sogar den Mega-Satan machen, aber dafür brauchen wir erstmal Engelsstatuen. Beziehungsweise... Halt... Ne? Daddy's Key oder sowas. Ach ja. So ein schöner Fliegenpflaum unter rum ist ja auch ganz schön. Na, dich hatte ich noch nicht. Doch, eine Paralyse, okay. Naja, explodiert ihr mal. Ist okay. Kann ich mit leben.
Aber schön, wie hier auch alles so hell wird, obwohl wir Curse of the Darkness haben. Alles voll dead. So. Da oben ist ein Shop, da gehen wir gleich mal rein. Unsere Schlüssel gehen irgendwie alle mit der Zeit. Ein bisschen traurig, aber ist okay. Ist okay, da haben wir Schaden bekommen. Aber solange wir noch Fliegen haben, ist alles gut. Na, vielleicht irgendwo ein blauer Stein. Ich sehe keinen. Wir bräuchten vielleicht nochmal ein Speed-Up. Wir sind relativ langsam. Aber noch ist das okay. Wieso waren wir nicht im goldenen Raum? Ein Schlüssel, sehr schön. Jetzt mal ehrlich, warum waren wir nicht im goldenen Raum? Nee. Nee, noch langsamer werden will ich nicht. Vor allem könnten wir uns dann nicht mehr über irgendwelche Steine verstecken. Und das ist vor allem in The Womp blöd. In The Womp ist das besonders blöd. Weil da ist in den Steinen ja auch manchmal Schaden drin. Ja, ganz, ganz böser Schaden. Dann ist da so Blut drin und das macht Schaden. Und Schaden ist nicht gut. Und für ein Leben mehr, das lohnt sich nicht. So, gut, wir sind leider falsch gelaufen. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Setzen nochmal Paralyse ein, einfach weil wir es können. Und hey! Na, ihr Spinnlein. Spinnlein, kommt doch heim. Ich töte euch alle. Noch ein Schlüssel, sehr schön. Okay, und hallo Boss. Mal zwei, Larry Junior. Hi. Sollte recht schnell sterben, ist sogar relativ langsam. Wenn wir jetzt noch einen Speeddown bekommen, wie nett, also einen Slow-Effekt bekommen, dann wäre das noch krasser. Sterbe ich, wenn ich das mitnehme? Nee, oder? Ich nehme es mal mit. So. Sehr schön. Jetzt sind wir ein Hund. Eben waren wir noch eine Katze, jetzt sind wir ein Hund. Nice. Nice. Und wir sollten jetzt auf jeden Fall mehr Schaden machen. Nächstes Erlebende, auch sehr schön. Nö, wir haben immer noch nur einen Schaden. Ja, passt schon. Wir sind ein Hund. Du bist ein Hund. Nö. Was haben wir hier eigentlich? Eine Range Stone. Oh nein, ich glaube, unser Range-Up ist immer noch ganz hoch, ja. Nichts kann es aufhalten. Nichts kann es unser Range-Up oder Down wegnehmen. Diese ganzen Fliegen. Party, Party. Au, das war natürlich mit Absicht. Einfach damit die Gegner wissen, ich bin verwundbar. Nicht, dass sie gleich aufgeben oder so. Wenn wir jetzt noch irgendwie Polyphemus oder so finden, das wäre auch richtig krass. Ich glaube Polyphemus oder... Nee. Ich überlege gerade, wäre so etwas wie Waage oder sowas auch gut? Oder die gelbe Spritze? Was die ganzen Werte ausgleicht? Ich glaube schon. Wir haben nämlich... Oh... I know all. Okay, wir sehen endlich, wo der Boss ist. Yay! Oh. Erstmal gegen den Gegner gegenlaufen. Das kann ich gut. Hi, Brother Bobby. Zeigt dieses I know all, ja, auch die Geheimräume an. Tut es. In der Tat. In der Tat, das tut es. Jetzt sind wir ein Hund mit einem dicken Brain. Na, ganz toll. Hier. Ja, zählt mal bitte die Fliegen, die ich dabei habe. Das würde dich jetzt mal interessieren, wie viele Fliegen das sind. Ich glaube, das kann man gar nicht nachzählen. Aber was denkt ihr denn, wie viele das sind? Das sind doch bestimmt 50 Stück, oder? Wenn nicht sogar noch mehr. Ist schon krass. So, wir können einfach durchlaufen. Easy peasy. Hi. Tschüss. Jetzt droppt ihr aber auch viel. Aber Luck-Up macht, glaube ich, wirklich alles, ne? Dass das mehr droppt, etc. Item-Matür. Geil. Nehmen wir das noch mit. Den Rest brauchen wir nicht. Wir haben eigentlich von allem genug. Außer vielleicht von Schlüsseln, aber... Pff, wer braucht schon Schlüssel? Zack. Hi. Nö. Bye-bye. Dann gehe ich einfach zum Boss. Pff. Wenn die mir hier nichts Gutes geben. Au. Hier schönes. Aha. Modado bringt uns gerade überhaupt nichts. Naja, ein ganz kleines bisschen Schaden, aber er kann uns nicht heilen, weil wir keine roten Herzen haben. Tja, Modado. Egal. Ich hab dich gerne an meiner Seite. So. Und hallo. Hallo.
Der nächste ist ja sogar Mutters Fuß, oder? Ich glaube schon. Ich denke schon. Ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube schon. Oh, ein Lebensupgrade nehme ich gerne mit. Und hallo, Buddy. Sollte recht schnell sterben, vor allem wenn wir uns in die Mitte stellen. Dann treffen wir sie ja überall. Perfekt. So, jetzt müssen wir uns noch überlegen, ob wir zu Isaac wollen oder zum... Wir gehen zu Isaac. Wir gehen zu Isaac. Easy peasy. Was können wir hier? Aha, Krampus. Hoffentlich die Kohle. Nein. Warum bist du nicht die Kohle? Die Kohle wäre jetzt cool gewesen. Weil die Dinger ja auch so weit fliegen. So. Nee. Ein paar Spinnen, aber... Nee, brauchen wir nicht. Wir gehen weiter. Müssen das ja nicht hier in die Länge ziehen. Unnötigerweise. Okay, warum sehen unsere Tränen jetzt so anders aus? Die sind gar nicht mehr grün. Habe ich irgendwas eingesammelt, was die Farbe verändert hat? Würde mich wundern. Jetzt sind die so komisch weiß. Oh, wisst ihr, was richtig gut wäre? Dieses Item, was die ganzen Fliegen stärker macht. Dieses Big Love oder sowas. Aber ich glaube, das können wir gar nicht mehr bekommen, oder? Ich glaube nicht. Oder? Das war sogar knapper als gedacht. Naja, egal. So, mit dir beide Stäbe, denke ich. Du auch und du hast recht. Ja, ich gucke auch nicht. Ich will doch nur deinen wunderschönen Hals sehen. Er ist wunderschön. Zeig ihn mir. Hallo? Na gut, dann nicht. Haha! So. Gut. Wir könnten ein bisschen abkürzen. Glaube ich. Wenn das denn geht. Wenn man aus diesem komischen Raum sich raussprengen kann. Wir probieren es aus. Probieren geht über studieren. Oh, dafür muss ich zwei Schlüssel opfern. Na gut. Na gut, aber nur für die Abkürzung. Für die Wissenschaft. Oh. Oh, shit. Was hat die 2 gemacht? Okay, nix Dolles. Ich dachte schon, ich hätte jetzt alles kaputt gemacht. Ich glaube, die 2 hat einfach nur alles, was hier rumliegt und so verändert. Einmal geriholt. Hallo. Die satanische Bibel? Auch noch? Wäre wahrscheinlich sogar besser als die Fliegen, oder? Und noch das letzte Gabi-Item. Ja, okay, warum nicht? So. Dann haben wir alle. Das ist doch schön. Das ist richtig nice. Richtig nice. Nice. So, Boss, du bist rechts. Alles klar. Boss, ich komme. Warte auf mich. Ich komme gleich. Oh nein. Ich bin in Skype, nicht auf Offline. Oh Gott. Beziehungsweise nicht auf Abwesend. Doch, ich bin auf Abwesend, deswegen. Wow. Ja! Quicket's Head! Na, machen wir jetzt... Ne, wow. Man merkt's gar nicht. Wir haben Quicket's Head, müssen jetzt eigentlich so viel mehr Schaden machen. Aber Sojamilch macht alles kaputt. Oder? Ja. Wir haben nicht mal 2 Striche. Wie heftig das sein muss, wenn man Sojamilch hat und dann noch richtig stark ist. So richtig große Tränen. So richtig große Tränen, ganz viele. Stimmt, da habe ich auch noch eine Challenge bekommen. Wo ich irgendwie so eine richtig riesengroße Träne habe. Also so richtig, richtig. Die wird bestimmt auch noch witzig. Mal gucken. So. Au. Oh Mann. Zwingt er mich dazu, meine satanische Bibel einzusetzen? Ich glaub's ja nicht. Ach stimmt, wir kriegen ja sogar ein Schild. Weil wir so schlau waren. Und das Polaroid mitgenommen haben. Geil. Okay, das ging schnell. Was haben wir hier Schönes? Gar nix. Nö, wir gehen zu Isaac. Beziehungsweise den Blue Baby. Einfach, weil wir es können. Wir haben sogar noch fast volle Leben. Ist nett. Wir müssen nach unten. Ich will aber nicht in den großen Raum.
Wir schummeln hier wieder ein bisschen. Easy peasy. Hi. Okay, doch, man merkt, dass wir mehr Schaden haben durch Quick Attack. Und wir haben 99 Münzen. Nice. Hi, na? Da lag schon Isaacs Kopf rum. Oh Gott, soll uns das irgendwas sagen? Sollen wir lieber umkehren? Und nicht gegen Isaac kämpfen? Also jetzt habe ich schon ein bisschen Angst. Das hat irgendwie schon funktioniert hier mit diesem Isaac-Kopf. Oh wow, hat er mich echt eingeschüchtert. Isaac, du hast mich echt eingeschüchtert, obwohl ich auch Isaac bin. Es kann nur einen Isaac geben. De, 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 de. Okay, der hält aber echt viel aus. Ist ja geil. Isaac hält ja richtig viel aus. Voll cool. Okay. So, Blue Baby, letzter. Wir kommen leider nicht zum Mega-Satan. So schade es auch ist. Oh, noch ein Fireweight Up. Geil. Rainbow Baby, Mascara, warum nicht? So. Charming Tears. Müssten die nicht dann sogar die ganze Zeit funktionieren? Ich meine, wir haben ja 1000 Luck Up. Können wir sogar mitnehmen. Nee, was? Triple Shot? Wie Triple Shot? Ist das nicht diese Auflade? Ja, egal. Haben wir halt einen Quarter Shot und einen Triple Shot. Was auch immer. Hi, hi, Little Shot. Und hallo, Joker. Tschüss. Oh, er liebt uns. Ah, süß. Süß, wie die sich lieben. So. Oh Gott. Nur weil du uns liebst, musst du uns nicht mit deinem Laser abschießen. Ist das lächerlich, wie viel Schaden wir haben. Hätte ich gar nicht einsetzen müssen. Egal. Ich kann's. Wo ist der denn hingesprungen? Das war ja ganz woanders hin. Ich hoffe, ich laufe richtig. Jo. Ja, ja, noch ein 11. Leben. Warum nicht? War eine Ehre, gegen dich zu kämpfen, King Buhu. Ach so, jetzt haben wir Charming Tears und Angsttränen. Na, GG. Da wissen die Gegner doch gar nicht, was sie machen sollen. Die Lasertypen wissen das allerdings schon immer. Sehr merkwürdig. Hey, na? Na, du Eternal Heart. Du bringst mir zwar nichts mehr, aber ich nehme dich trotzdem mit. Ha! So, Leute, seid ihr bereit für den allerletzten Kampf? Nach 20 Minuten? Hallo, Blue Baby. Guck mal, ich habe hier lilane Tränen für dich. So wäre das jetzt mit Spoonbender, wenn ich noch Spoonbender mit reingepackt hätte. Dann wäre das die ganze Zeit so. Dann hätte er einfach alles getroffen. Okay, das war irgendwie... Ah, guck mal, wie süß wir gucken. Ah. Wie ein kleines Baby. Jo, sehr schön. Dann war das die Challenge von dem lieben Andrei Dumler. Vielen Dank für die Challenge auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht. Ich fand das witzig. Ja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn ihr noch mehr Challenges habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich gucke da immer mal rein. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.